Español, Deutsch, Englisch. La ley es una opinión con una pistola, dijo Stefan Molyneux. Y yo, vanos en igual, creo en el juicio final de Dios de la Biblia. Das Gesetz ist eine Meinung mit einer Pistole. Stellungsnahme, sagte Stefan Molyneux, und ich, vanos en igual, glaube an das jüngste Gericht vom Gott der Bibel. Law is an opinion with a gun, said Stefan Molyneux, and I, Vanus Enigma Island, believe in the last judgment of God of the Bible. ¿Por qué deberían buena gente obedecer a mala gente? Warum sollten gute Leute schlechten Leuten gehorchen? Why should good people obey bad people? La riqueza se distribuye mucho mejor si no derrochan tanto dinero para las guerras absurdas y todo el dinero que es necesario para administrar un gobierno. Der Reichtum wäre viel besser verteilt, wenn nicht so viel Geld weggepisst würde für absurde Kriege und all das Geld, das notwendig ist, um eine Regierung zu führen. The wealth would be much better distributed if they wouldn't piss away so much money for absurd wars and all the money which is necessary to run a government. Militar no lo necesitamos, si tenemos nuestras armas personales para defendernos, pero no para atacar. Militär brauchen wir nicht, wenn wir unsere persönlichen Waffen haben, um uns zu verteidigen, aber nicht um anzugreifen. Military we don't need if we have our personal weapons to defend us, but not to attack. Control de armas. Si estás a favor del control de armas, entonces no estás en contra de las armas, ya que se necesitan las armas para desarmar a las personas. Waffenkontrolle. Wenn Sie für Waffenkontrolle sind, dann sind Sie nicht gegen Waffen, weil die Waffen benötigt werden, um die Menschen zu entwaffnen. Gun control. If you are for gun control, then you are not against guns, because the guns will be needed to disarm people. Así que no estás anti-armas. Las armas de la policía son necesarias para quitar las armas de la gente. Also ist es nicht, dass sie anti-Waffen sind. Die Polizeiwaffen sind nötig, um den Menschen die Waffen wegzunehmen. So, it's not that you are anti-gun. The police guns are needed to take away the people's guns. Así que estás muy pro armas. Solo crees que solo el gobierno, que es tan confiable, honesto, moral y virtuoso, debe estar permitido tener armas. Sie sind also sehr pro Waffen. Sie glauben nur, dass nur die Regierung, die ja so zuverlässig, ehrlich, moralisch und virtuos ist, erlaubt sein sollte, Waffen zu haben. So you are very pro guns. You just believe that only the government, which is, of course, so reliable, honest, moral and virtuous, should be allowed to have guns. No hay tal cosa como el control de armas. Solo existe la centralización de posesión de armas en manos de un pequeño élite de policía y sus secuaces, dijo Stefan Molyneux. Es gibt keine solche Sache wie Waffenkontrolle. Es gibt nur die Zentralisierung des Waffenbesitzes in den Händen einer kleinen Polizeielite und ihrer Günstlinge, sagte Stefan Molyneux. There is no such thing as gun control. There is only centralizing gun ownership in the hands of a small police elite and their minions, said Stefan Molyneux.
Please don't forget to click on the like and subscribe button and share it with your friends.